Denksport ist ein Ferienprogramm, in dem das unterhaltsam sein soll, spannend, aber in dem man auch was lernen soll, nämlich Denkoperationen, Lösungsmöglichkeiten für Probleme erfinden und kennenlernen und sich bewegen lernen, weil Bewegung und Denken hängen zusammen. Denksport meint eigentlich die Verbindung von Mathe und Sport. Es geht darum, den Kindern spielerisch die Mathematik beizubringen oder schmackhaft zu machen. Und da bietet sich eben der Sport als Verbindung ganz gut an, weil den meisten Kindern der Sport Spaß macht und darüber dann die Mathematik mit mehr Freude vermittelt werden kann. Diese Woche war die zweite Woche, in der wir Denksport durchgeführt haben. An Ostern, in den Osterferien schon einmal. Und wir werden versuchen, sie auch in den nächsten beiden Jahren dauerhaft anzubieten, sodass wir auch eine Perspektive entwickeln, wie Denksport als Modul in die Ganztagsschule integriert werden kann. Zum Beispiel so gerade Schläge oder so haben wir gelernt. Und es hat Spaß gemacht. Am besten fand ich die Knobel-Olympiade und diese Sportevents in der Goethe-Schule. Also mir hat jetzt ganz viele Sachen, die ich vorher nicht so gemacht habe, auch mehr Spaß gemacht. Was zum Beispiel? Das Basteln. Wir haben ganz verschiedene Spiele. Zum einen Spiele, wo es eher um die Mathematik ging, wie zum Beispiel die Knobel-Olympiade. Andererseits aber auch eher Spiele, wo der Sport im Vordergrund stand. Sowas wie ein Dschungelspiel, wo sie sich einfach bewegen konnten und dabei noch kleine Mathematikaufgaben lösen sollten. Ziel zuallererst ist natürlich, dass die Kinder Spaß daran haben, dass sie insbesondere vielleicht an dem unbeliebteren Fach Mathe auch Spaß daran haben, dass man verschiedene Komponenten zeigt, dieses logische Denken auch mal in den Vordergrund stellt, dass in der Schule vielleicht etwas auch zu kurz gerät, dass man kognitive Aspekte fördert, auch die sportlichen und zuallererst einfach der Spaß. Das Angebot wird uneingeschränkt angenommen. Wir haben immer genügend Kinder und genügend Studierende, die sich an diesem Programm beteiligen. Wir haben die Unterstützung durch Kollegen und Kolleginnen der Universität. Wir haben hier im Neustadtzentrum die Unterstützung durch die Jugendhilfe, die Jugendarbeit der Stadt Mainz. Und wir haben den Kontakt zu den Schulen, die sich auch darüber freuen, dass mit ihren Kindern während der Ferien etwas Interessantes gemacht wird. Also wir haben Spiele gespielt und ja, wir haben Sport gemacht. Am meisten hat mir das Sport Spaß gemacht. Das, wo wir im Sport waren. Mir hat es am meisten Spaß gemacht, wo wir zum 05-Stadion gefahren sind. Also ich habe dann die Fußballer quasi richtig gesehen, haben auch voll viele Unterschriften und Bilder gehabt. Und da haben wir noch tolle Fußbälle gebastelt und da habe ich auch noch den ersten Platz bekommen. Die Studierenden müssen didaktisch denken und sie müssen die Woche vorbereiten und sie haben vor allem einen Effekt, den sie sonst in ihrem Praktikum selten haben, nämlich sie arbeiten gemeinsam. Die kollegiale Dimension wird von Anfang an eingeübt und diese Erfahrung ist besonders wichtig. Und eine zweite Dimension in der Beziehung zu den Schülern ist wichtig, dass sie nämlich Schüler in der Freizeit kennenlernen, gewissermaßen als ganze Person. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war zwar auch anstrengend, also am Ende des Tages war man immer sehr müde, aber es war trotzdem jeden Tag schön.